Das Kurhaus von Wiesbaden, ein Schmuckstück der Landeshauptstadt mit wunderschön ausgestatteten Räumen und einem sehr schönen Konzertsaal. Haben Sie nicht Lust, mit hineinzukommen und etwas zu spüren vom Glanz vergangener Zeiten mit Wiener Melodien des 19. Jahrhunderts? Auf dem Programm stehen Märsche, Polkas, Polonaisen und natürlich der Wiener Walzer, der von Wien aus die Welt erobert hat. Und wir haben noch ein klein wenig Zeit, bevor der Taktstock gehoben wird. Und vielleicht schauen wir mal noch ganz schnell hinter die Kulissen. Noch hört sich in den Vorbereitungsräumen alles ziemlich unharmonisch an. Die Musiker und Musikerinnen des Johann Strauss Orchesters Wiesbaden sind mit sich und ihren Instrumenten beschäftigt. Vor fast 10 Jahren wurde dieses Orchester gegründet, um vor allem die sogenannte leichte Muse in die Konzertsäle zu bringen. Und für solche Auftritte kommen sie aus Frankfurt, Stuttgart, Bamberg und Wiesbaden. Das ist Herbert Siebert, der Gründer und Leiter des Orchesters. Und jede Wette, dass das wohlgekämmte Haar zum Schluss des Konzertes in wilde Unordnung geraten ist. Ganz dem Temperament des Dirigenten entsprechend.
Ja, der Johann Schrammel hätte sich wohl niemals träumen lassen, dass er mit diesem Titel Wien bleibt Wien einen solchen Volltreffer landen würden. Ein Titel, der natürlich heute noch in den Wiener heurigen Lokalen beim Wein gespielt wird. Schrammel steht für die volkstümliche Wiener Musik des beginnenden 19. Jahrhunderts, aber sein Name ist natürlich heute längst verblasst gegen den von Johann Strauss, denn der hat die Wiener Musik weltweit berühmt gemacht. Und zwar nicht nur den Walzer, sondern auch die Polka. Und wenn Sie jetzt gleich die Tritt-Stratsch-Polka hören, dann sehen Sie förmlich, wie man da zusammensaß und getuschelt hat, wer mit wem und wer mit wem nicht mehr. Und danach, längst international und nicht mehr nur wienerisch, der Walzer. Wein, Weib und Gesang. Thank you.
Der Name Johann Strauss taucht in der Musikliteratur ja gleich zweimal auf. Johann Strauss Vater, ein Vollblutmusiker, der sehr oft in der Weltgeschichte unterwegs war und im Übrigen ein despotischer Familienvater. Und Johann Strauss Sohn, den der Vater eigentlich viel lieber als Bankkaufmann gesehen hätte. Aber dieser Sohn war sehr talentiert und so nahm er Geigen- und Klavierunterricht. Er lernte das Dirigieren und das Komponieren und schließlich wurde er sehr viel berühmter als der Vater. Und weil seine Mutter, die Anna, ihn dabei so sehr unterstützte, hat er ihr später ein eigenes Musikstück gewidmet. Die Annenpolka, die hören wir jetzt gleich und anschließend dann den persischen Marsch. Thank you.
Der große Erfolg von Johann Strauss lässt sich sicherlich auch dadurch erklären, dass er sein Orchester, das er ja später vom Vater übernommen hatte, immer selbst dirigierte und zwar mit einer unnachahmlichen Lebendigkeit. Mitunter hatte er beim Dirigieren ja sogar die Violine in der Hand. Und wenn man Herbert Siebert, dem Leiter des Johann Strauss Orchesters hier in Wiesbaden, so zuschaut, dann muss es wohl so ähnlich früher in Wien gewesen sein. Sie können sich davon überzeugen, jetzt gleich bei der nächsten Polka Leichtes Blut. Danach dann eine Komposition von Eduard Strauss, denn die Söhne waren ja alle sehr musikalisch. Der schöne Edi, wie er hieß, trat als letzter in das Familienunternehmen Strauss ein und er gilt als unübertroffener Komponist schneller Polkas und deswegen hören Sie jetzt Ohne Aufenthalt. Und wir schauen ohne Aufenthalt hinein in den Konzertsaal und ich glaube, wir kommen gerade recht.
Kompositionen aus dem lebenslustigen Wien des 19. Jahrhunderts, wo vor allem natürlich gerne getanzt wurde. Vom einfachen Volk, aber auch von der sogenannten feinen Gesellschaft und am allerliebsten Walzer. Einer der berühmtesten war An der schönen blauen Donau von Johann Strauss. Und schon wenige Monate nach der Uraufführung galt er als einer der hinreißendsten Kompositionen von Johann Strauss. Und der Verleger musste eine Auflage von Tausenden und Abertausenden drucken, damit die Noten in alle Welt verschickt werden konnten. Und jetzt liegen die Noten vor den Musikern des Johann Strauss Orchesters und es dirigiert wieder Herbert Siebert.
Dieser Walzer an der schönen blauen Donau sollte ja ursprünglich nur gesungen werden. Er war nämlich gedacht als Komposition für den Wiener Männergesangverein. Und auf die Schnelle hat Strauss dann noch eine Klavierbegleitung dazu komponiert. Und kurz vor der Aufführung gab es dann doch noch eine Orchesterbesetzung. Ja, soweit ist die Geschichte der schönen blauen Donau wirklich verbürgt. Aber wie steht es denn eigentlich mit dem Wahrheitsgehalt des Titels an der schönen blauen Donau? Da gibt es eine interessante Untersuchung aus den Jahren 1935 und die hat ergeben, dass die Donau bei Wien an 6 Tagen im Jahr braun war, an 55 Tagen lehmgelb, an 38 Tagen schmutzig grün, an 49 Tagen hellgrün, an 47 Tagen grasgrün, an 24 stahlgrün, an 109 Tagen immerhin smaragdgrün, an 37 Tagen dunkelgrün, aber niemals blau war. Tja, und freuen Sie sich nun wieder auf etwas Spritziges, eine Polka unter Donner und Blitz und danach geleiten wir Sie zur Fächerpolonaise. Thank you.
Johann Strauss war einfach ein Naturtalent. Er hatte die Fähigkeit, aus dem Vollen zu schöpfen, und sein Erfindungsreichtum schien keine Grenzen zu kennen. Immer wieder hat er in seine Musik überraschende Effekte eingebaut. So zum Beispiel auch in dem folgenden Stück, denn da wird plötzlich mitten in der Musik am Dirigentenpult eine Pistole gezückt. Also Vorsicht, nicht erschrecken. Das Stück heißt Auf der Jagd, und wenn Sie sich dann von der wilden Jagd erholt haben, dann erwartet Sie ein spanischer Marsch. Thank you.
Zum Zeitgeist des 19. Jahrhunderts gehörte natürlich auch die Operette. Und da sind zwei Namen in die Musikgeschichte eingegangen, Johann Strauss und Jacques Offenbach. Und gewissermaßen als Reverenz an den berühmten französischen Komponisten deutscher Herkunft hat das Strauss-Orchester einen seiner berühmten Cancans ins Programm genommen. Und es fällt Ihnen, meine Damen und Herren, sicherlich nicht schwer, sich dabei die wirbelnden Beine der Damen vorzustellen.